Hey Leute, ich wurde jetzt schon mehrfach gefragt, wie es denn aktuell bei mir in meinem Psychologiestudium an der Fernuni Hagen läuft. Und dazu möchte ich euch jetzt einfach mal ein kurzes Update geben. Grundsätzlich bin ich mit allem mega happy. Ich bin sowohl mit dem Inhalt als auch mit dem Fernstudium selbst super zufrieden. Aber wie immer im Leben läuft natürlich nicht alles hundertprozentig nach Plan. Ich habe in meinem ersten Video, wo ich über mein erstes Semester gesprochen habe, schon erzählt, dass ich da mal 3 Monate von November bis Februar eine komplette Auszeit vom Studium und auch sonst von allen Sachen wie mein Business oder so im Leben genommen habe, wodurch ich natürlich extrem viel Stoff verloren habe. Aber da konnte ich ja dann trotzdem, dadurch, dass ich einfach in den letzten 1-2 Wochen vor den beiden Prüfungen richtig krass reingehauen habe mit Lernen, beide Prüfungen noch bestehen, genug Stoff nachholen und bin jetzt so eben im zweiten Semester. Und im zweiten Semester habe ich dann gemerkt, okay, Moment mal, wenn ich doch die eine Prüfung mit eigentlich nur einer Woche Vorbereitung und die zweite, die Statistikklausur in Psychologie, bei der ja 50% aller Leute durchfallen, die habe ich ehrlich gesagt in 48 Stunden gelernt. Ich habe jetzt auch nur eine 3 bekommen, was aber für den Lehraufwand absolut in Ordnung ist. Dann habe ich mir gedacht, ey, wenn ich das schaffe, dann kann ich doch eigentlich auch gleich noch viel mehr studieren. Sprich, ich wollte meinen Bachelor dann in doppelter Vollzeitgeschwindigkeit machen. Was bedeutet das? Doppelte Vollzeitgeschwindigkeit bedeutet im Prinzip, dass du doppelt so viele Module oder doppelt so viele Inhalte wählst und pro Semester hast, als man das in der normalen Vollzeit machen würde. An der Fernuni Hagen kannst du ja zwischen Teilzeit und Vollzeit auswählen. Teilzeit bedeutet, du hast ein Modul pro Semester, Vollzeit bedeutet, du hast 2 Module pro Semester. Und ich wollte 4 Module pro Semester nehmen. Und das bedeutet, dass ich 4-mal so viel studieren würde, als das, was die meisten, nämlich die Teilzeitler, an der Fernuni Hagen machen. Und das habe ich mir dann vorgenommen, trotz Studiengang Psychologie. Und das hat auch ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht geklappt. Ich bin nämlich auf den Hack gekommen, einfach die ganzen Online-Vorlesungen, die du hier hast, die du ja übers Internet im Prinzip lernst, wie bei YouTube, mir einfach downzuladen und auf mein Handy als Audiodatei zu ziehen. Weil so kannst du es einfach während dem Spaziergang, während dem Abwaschen, während dem Fahrradfahren, während dem Busfahren, was weiß ich, kannst du es einfach ununterbrochen hören und kannst so einfach viel effizienter lernen. Da habe ich mir gedacht, hey, das ist doch eigentlich mega geil. Und so wollte ich dann eben dieses vierfache Volumen an Lerninhalten bewältigen. Und das hat am Anfang auch sehr, sehr gut funktioniert, bis ich dann aber irgendwann wieder weggekommen bin davon, es zu hören. Ich habe mir lieber Hörbücher und so weiter angehört, wodurch ich dann einfach mit von der Geschwindigkeit her nicht mehr hingekommen bin. Und ich hätte jetzt natürlich auch, ich habe jetzt aktuell noch 1 Monat bis zu den Prüfungen, jetzt hätte ich natürlich auch wieder sagen können, okay, komm, jetzt ziehst du den Monat mega durch, lernst für jede Prüfung ungefähr 1 Woche oder so und bestehst wieder irgendwie. Das wäre definitiv möglich gewesen, aber ich habe länger darüber nachgedacht und habe dann festgestellt, ich habe total viel Spaß daran, das Ganze zu lernen, weil ich mache den Studiengang eigentlich nur des Wissens wegen. Aber ich habe keine Lust darauf, dass das Studium mir so viel von meiner Zeit wegnimmt. Aber selbst wenn ich genau weil ich nicht immer so viel Zeit da rein investieren wollte, um mehr Zeit auch für mein Business und im Prinzip auch für euch zu haben, hatte ich immer keinen Bock mehr aufs Studium. Und dann habe ich aber den Switch gemacht, weil ich mir gedacht habe, selbst wenn ich das Studium so schnell wie möglich durchziehe, um dann fertig zu werden, und dann den Bachelor, selbst wenn ich den Master in 1 Jahr noch dranhängen würde, dann hätte ich trotzdem Lust, irgendwie was Tiefergehendes noch zu lernen. Was wissenschaftlich Fundierteres als das meiste, was man beispielsweise auf YouTube findet. Und da habe ich erkannt, Moment mal, ich sollte nicht doppelt so viel studieren, sondern eigentlich vielleicht eher die Hälfte. Deswegen wäre eigentlich die Teilzeitgeschwindigkeit für mich sogar das Richtige, weil ich konstant ein bisschen was dazulernen möchte, ohne groß Zeit rein investieren zu wollen. Und deswegen habe ich dann beschlossen, von den 4 Modulen, wozu du ja zu jedem Modul jeweils eine Prüfung schreiben würdest, machst du einfach nur 2. Ich habe nämlich für die dritte Prüfung habe ich beispielsweise auch meine Prüfungsvorleistung verpasst. Das ist auch so ein Punkt an der Fernuni. Du bekommst Dinge nicht mit, wenn du dich selbst nicht drum kümmerst. Wenn in der Schule früher, vielleicht so im Studium, wenn du an irgendeinen Termin nicht denkst, dann sagt dir das vielleicht in der Schule, sagt es der Lehrer, schreibt vielleicht sogar an, ruft vielleicht sogar daheim an. Ja, das ist absoluter Luxus. Das, wovor wir früher mal Angst haben, checke ich jetzt, das ist eigentlich der Luxus. Und genauso im Studium, sagst du dir vielleicht mal ein Kommilitone oder was auch immer. Im Fernstudium ist das
der krasseste Aufweckruf, den die für dich machen können, ist dir eine Mail zu senden. Und wir wissen alle, wie schnell man so eine Mail mal überliest. Und deswegen habe ich da eben meine Prüfungsvorleistung sowieso nicht rechtzeitig fertig gehabt und habe dann gemerkt, okay, weißt du was, ist eh nicht die richtige Richtung für mich. Ich mache nur 2 Module. Das heißt, ich befinde mich jetzt wieder auf normalem Vollzeitstatus, vor allem auch für mich selbst. Und das kann man auch ohne Probleme machen. An der Fernuni Hagen beispielsweise kannst du, musst du eine Prüfung im mindestens 3. Anlauf bestehen. Oder du kannst jedes Modul auch 7-mal kostenlos hintereinander machen. Du darfst eben nur 3-mal zur Prüfung antreten. Das heißt, ich kann jetzt beispielsweise Modul 4 jetzt, wo ich meine Prüfungsvorleistung verkackt habe, da sage ich einfach, okay, ich trete nicht zur Prüfung an. Und dann kann ich es jetzt noch 6-mal neu machen. Und innerhalb von diesen 6 Semestern, die ich theoretisch immer wieder das gleiche Modul belegen könnte, habe ich eben 3-mal die Möglichkeit, die Prüfung zu machen. Und da bei einem von diesen 3-mal muss ich schlussendlich auch bestehen, um weiterzukommen. Ansonsten bist du komplett für den Studiengang gesperrt. Aber das ist natürlich nicht meine Absicht. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass jede Prüfung, zu der ich antrete, ich sie auch bestehen werde. Das bedeutet für mich aktuell, dass ich noch diese 2 Prüfungen habe, die in ziemlich genau einem Monat stattfinden werden. Kann ich euch gerne dann auch noch mein Update dazu geben. Ich bin aktuell vom Lernen ein bisschen hinterher, was aber für mich vollkommen in Ordnung ist. Ich weiß ganz genau, sobald ich mich hier wieder dran halte und genug von den Studiensachen hören, mich dann mir dann auch noch mal eine Zusammenfassung schreiben und das dann gut lernen, weiß ich, dass ich es drauf habe. Und deswegen, ich kann auch jetzt nur noch mal abschließend sagen, ich finde das Studium mega geil. Fernuni empfehle ich sowieso, mega krass. Und ich finde es mega interessant. Es ist nichts, wo du dir denkst, wo du. Also, es ist eher weniger Sachen, wo du irgendwie was hörst und dann integrierst du sofort deinen Alltag und es verbessert dein Leben. Aber es schafft so eine krasse Basis in diesem Wissenschaftsbereich, wo du einfach so viele Dinge mehr verstehst. Und auch wenn du auf YouTube oder in einem Buch irgendwas Interessantes liest, du kannst es viel besser einordnen. Das ist genau der Grund, warum ich es persönlich machen wollte. Und ich glaube, wenn man mit dem Fokus in dieses Studium geht, sich das Wissen aneignen zu wollen, viel mehr als den Titel oder irgendwas zu machen, damit niemand fragt, was man denn macht, dann glaube ich, ist es eine richtig coole Sache und dann würde ich es auch auf jeden Fall jedem von euch empfehlen. Genau. Und wenn euch die ganze Information gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, auch wenn ich es hasse, sowas zu sagen. Genau. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr schon studiert, ob ihr jetzt Abi macht. AA Team 2019 startet bald. Genau, dann freue ich mich, euch im nächsten Video zu sehen. Und denkt immer dran, ich glaube an mich. I wanna know, what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me. Especially if it's my dream. I can't let none of these looks in a vein. No, most of these blessings I can't even see.